Hey Freunde, willkommen zurück zu Kidnap. Bevor ich jetzt das Bild einblende und wir weitermachen, wollte ich euch ganz kurz warnen. Es hat sich einiges verändert und zwar... Sie kämen jetzt rechts. Ich weiß, total gewöhnungsbedürftig, aber jetzt seht ihr wenigstens die Munition und die Gesundheitsanzeige. Ich hoffe, ihr könnt das Spiel noch genauso genießen wie gestern. Und jetzt machen wir weiter. Continue. Holy shit, verdammt nochmal, der schießt immer, wenn ich klicke. Ein kalter Keller, kein Licht kommt herein. Eins wird mir klar, ich muss entführt worden sein. Schmerzen am Körper, ich muss sofort hier raus. Aber ich bin nicht allein, hör den Mörder im Haus. Ich brech die Tür auf, so leise wie möglich. Ein falscher Schritt wäre jetzt wahrscheinlich tödlich. Geh die Treppe hoch, alles so dunkel. Ist das Ganze vielleicht ein Streich von einem Kumpel? Meine Sinne spielen verrückt, war das ein Mensch oder ein Geist? Verdammt, wo bin ich hier? Vor ein paar Stunden war ich noch frei. Das Haus wirkt komisch, es versucht mich zu töten. Der einzige Weg raus ist, ein Rätsel zu lösen. Na gut, dann spazieren wir jetzt mal durch diesen finsteren, bösen, dunklen Wald. Meine Güte, was wir alles erleben, hä? Das Spiel hat auf jeden Fall, das hat sich um 180 Grad gedreht. Wenn nicht sogar um 360 Grad. Wir müssen eine Knarre, laufen rum und es ist plötzlich, keine Ahnung, so ein kleiner Shooter geworden. Okay, kann ich das hier öffnen? Nein, die kleine Holzhütte kann ich nicht öffnen. Hier ist ein Auto, komm, steig ein, fahr weg! Das ist ein Fuchs? Das ist ein kleiner Fuchs. Hey, kleiner Fuchs! Oh mein Gott, hey, großer Bär! Oh mein, wollt ihr mich töten oder was ist los? Du machst einfach nur den Wurm auf den Boden, weißt du? Diese Breakdance-Moves, oh, schaut euch mal diese Moves an. Schaut euch mal diese Moves an. Ja. Boden mit dir. Das sind Krähen. Töten die mich auch? Verdammt nochmal, jetzt jagen mich Bären. Was ist das denn? Der Bär sieht übrigens fast... Ist das genau der gleiche Bär wie in dem Spiel, was ich da gespielt habe? Der Fuchs kommt jetzt auch angerannt. Mein Gott, wieso töte ich jetzt plötzlich Tiere? Ich will den Tier nicht töten. Ich hab den Tier getötet, aber ich will nicht, Mann. Ich schnapp mir ganz kurz die Munition, falls hier noch mehr Tiere auftauchen. Ich gehe nur kurz auf Nummer sicher. Mitnehmen. Au, 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 oh mein Gott. Was hat mich getötet? Ich habe keine Ahnung. Okay, schnappen wir uns mal ganz kurz diese Munition hier. Und ist der Fuchs noch am Leben? Der Fuchs lebt noch da. Ach, hat mich das da angegriffen oder was? Die sind tot, ne? Der Bär und so sind tot. Hast du mich angegriffen? Warst du das? Du sagst nein, ha? Du sagst nein, okay. Gut, falls du jemanden siehst, der mich angreift, dann warn mich davor, okay? Das nächste Mal. Wie nein? Ich habe doch noch nie so ein negatives Reh gesehen. Negativen Elch. Was ist das? Okay, höre ich der Elefanten, Mann? Ich glaube, ich habe deinen Elefanten gehört. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber hier sind so ein paar kleine Bären, die coole Moves machen. 1, 2, 3. Komm her. Ins Gesicht. Und weg ist er. Bye, bye, Baby. So. Einmal hier durch. Ich folge jetzt einfach den Lichtern. Ob das richtig ist? Hat er die Bären vielleicht verflucht? Und dieser Hase, ist das ein kleiner, tollwütiger Hase? Will er mich töten? Der will mich töten, oder? Oder läuft er weg nur? Ich glaube, der läuft weg. Okay, ich verschone dich, Hase, ich verschone dich. Keine Sorge. Ups. Ich habe zwar in deine Richtung geschossen, aber ich wollte ihn nicht. Ups. Okay. Das werde ich bereuen. Boah, ich glaube, ich bin richtig. Das Spiel hat auch eben gerade gespeichert. Okay. Jetzt hatten wir wieder Ruin. So. Zum Aufheben von Munition muss ich schießen. Ich mache mal daneben verschwende Munition. Irgendwie, ne? Was ist? Perform Sacrifice? Was zum Teufel? Tree Stack Skin. Also ich muss irgendwie... Ich brauche Haut. Und was ist hier? Ein Bären. On. Oh. Okay, da muss ich jetzt ein paar Bären töten. Ist das Bärencode, den ich hier gefunden habe? Ist ein Bärchen? Wow, okay, gut. Da ist der Bär. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Könntest du bitte sterben? Brauchte ich nur ein Bärenfell? Ich glaube, ich brauchte nur ein Bärenfell, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche. Habe ich irgendwo einen Notizzettel oder sowas, wo ich... Rabbit Skin Item... Okay, warte mal. Rabbit Skin habe ich nur... Warte, ich habe nur einen Rabbit Skin? Ich habe nur einen Rabbit Skin! Ach, hier ist noch einer. Okay, die werden nicht gestackt. Meine Fresse. Okay, du hast mich... Den Fuchs brauche ich. Tut mir sehr leid, Mann. Tut mir sehr leid. Das Ding ist halt, ich habe jetzt halt noch ein paar Füchse erledigt. Okay, da sind genug Füchse. Holy shit, Mann. So, komm her. Nimm es. Super. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück und ich guck mal ganz kurz, wie viel ich noch von was brauche. So, kann ich das Ritual schon durchführen oder was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall 3 Stack Skin Require. Okay, 3 Stück. Ich habe 2 Stück. Habe noch unterwegs einen getötet. Ein Bier Skin. Da. Sehr gut. Und Hasen habe ich auch, glaube ich, genug. Fox Skin habe ich auch 2 Stück. Oh Mann, kommen plötzlich irgendwelche komischen Statuen aus dem Boden. 3 Rabbit Skin. Okay, wir brauchen noch einen Stack und einen Rabbit. Alles. Hier ist eine Fliege. Kann ich die auch abfangen? Hau ab, ey. Was geht denn hier ab? Hey. Oh, da bist du. Whoops. Sorry, dass ich so erschrocken habe. Dankeschön. Habe ich es mitgenommen? Ja, jetzt noch einen Hasen. Einen Hasen und dann den Weg zurückfinden. Ich glaube, das wird das größte Problem. Okay, wo ist der Hase? Komm schon. Kannst du mich jagen, bitte?
komm schon. Zieh mir das Fell über die Ohren. Du kriegst bestimmt hin, Hasi. Wo bist du? Komm schon. Ich hab dich einmal am Leben lassen. Ich hoffe, du hast was aus deinem Leben gemacht. Du hast es wenigstens versucht, kleiner Mann. Du hast es wenigstens versucht. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt können wir das Ritual durchführen. Alles klar? Gut. Blups. Okay, Ritual kann starten. Let's go. Objective person. Was jetzt? Was soll ich jetzt tun? Sag an, Mann. Ich hab nicht mehr viel Munition. Ich hab nur noch 22 Schuss. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht viel... Oh, da ist die Fuchsgang. Ich hab nämlich eine Fuchsgang gefunden, die ich nicht schießen, abschießen wollte, weil ich halt wenig Munition hatte. Und jetzt verfolgt die mich mal ein Leben lang. Heilige Scheiße. Kann ich jetzt hier durch? Ist das neu? Ja, das ist neu, oder? Wow. Das sieht echt aus wie Dark Souls. Das könnte ein Level in Dark Souls sein. Lass mich rein da. Lass mich rein da. Die Füchse holen mich. Lass mich rein da. Bitte. Sebastian was finally free from the forest. The surrounding trees that were masked with darkness seemed to tear at his soul. But now, free of its clutches, he pressed onward, wondering what lay ahead. Okay, gut, gibt's noch ein Kapitel, alles klar, gut. A sense of calm rushed over Sebastian, for in front of him stood a majestic church. Was this the safety that he desired? With a rush of adrenaline sweeping through his body, he ventured forth towards the church. Darf ich jetzt reden? Ist ja nur ein Let's Play von mir, ne? Du musst dich jetzt nicht reinschmuggeln. Und mir ins Wort fallen hier. Bla 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 bla. Okay, auf jeden Fall haben wir hier eine Kirche gefunden. Kann ich da jetzt rein? Find the church key. Alles klar, gut. Find the church key. Schlüssel suchen. Meine Spezialität übrigens. Ja. Hallo? Hier sind bestimmt gleich diese komischen Monster, die mich gleich jagen werden. Nein! Ach, dieses blöde Use. Das ist so kacke. Okay, immerhin schießen wir nicht, wenn ich den Zettel aufhebe. Heaven is but a move. Was? Heaven is but a move. Hell, whoever. The key is hidden, buried. Okay, der ist vergraben. Alles klar, gut. Wo sollte man sonst einen Schlüssel verstecken, ne? Wo sollte man sonst einen Schlüssel verstecken, wenn nicht irgendwo verbuddelt? Verdammte Scheiße, muss ich jetzt eine Schaufel finden? Kein Problem. Kein Problem. Ist er hier verbuddelt? Use gate. Okay, draufschießen. Ja, ich muss draufschießen. Ich muss draufschießen. Nein, ich will draufschießen. Ernsthaft? Ich kann von weiter weg das... Warte mal. Okay. Gut. Das ist lustig irgendwie. Das ist lustig. Wieso kannst du es nicht aufschießen? Use Gate. Ja, da ist was. Aber ich will's kaputt schießen. Ich kann nicht schießen. Das machen die absichtlich, weil die denken sich, scheiße. Das wäre viel zu logisch. Aber nein, du musst erstmal ein Brecheisen finden oder sowas. Oh mein Gott. Das tust du mir doch jetzt nicht gerade an. Mann. Ah, da ist er doch. Gib Church Key, jetzt kann ich rein in die Kirche. Ja, leck mich fett, auf geht's, Mann, endlich. Und dieses Gate, da ist das wahrscheinlich der letzte Ausweg oder so. Okay, schauen wir mal in die Kirche rein. Hi. Oh, sogar ohne Ladescreen, weißt du, es läuft einfach... Es läuft einfach über, Mann. Es läuft einfach über, nice. Hallo, hallo? Ist irgendjemand? Jemand, der nicht ein paar Kugeln zwischen die Augen treiben kann. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo eine Schaufel. Oh oh. Ich glaube, ich bin umzingelt. Oh nein. Die sind draußen, die sind jetzt erwacht. Die wollen mich tot sehen. Oder kommt das aus diesen... Ach, das kommt aus diesen Gängen hier, glaube ich, oder? Ich brauche Munition. Oh. Ich brauche Munition. Hier ist ein Zettel. Romans 8:6. For the set mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Mhm. Interessant. Gut, hiervon kann ich nichts aufheben. Ich habe auch noch gar keine Mission. Eigentlich kriege ich immer so eine kleine, coole Mission und da kann ich mich ein bisschen dran orientieren. Aber diesmal nicht. Ich halte die Augen eigentlich nur Ausschau nach John 3:16 Cena. For God so loved the world and forgot that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Okay. Der an ihn glaubt, bekommt unendlich diese blöde Fliege. Hau ab, Mann. Oh, ich hasse das. Ich hasse das einfach. Gut, irgendwelche Bücherrätsel oder sowas? Oh. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier finden sollte. Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Ist das Tor jetzt vielleicht offen? Ich guck mal ganz kurz, ob das Tor offen ist. Es ist offen. Es ist einfach offen jetzt. Zack, es ist offen. Wie abgefahren, okay.
Gut, aber ich hab's nicht aufgeschossen, das war schon offen. Alles klar, hier kann man noch was. Choose one, come. I know that you have a gun. This is not the way. Leave your weapon here and the door will open. Place gun, place ammo. Aber ich hab Messer hier. Ich hab Messer, damit kann ich bestimmt gleich irgendwie irgendwas machen. Place ammo and place gun. Okay. Der weiß, dass ich eine Waffe habe. Das heißt, ich werde die ganze Zeit beobachtet. As Sebastian entered the room, the power to his flashlight died, and the door which he just entered slammed shut. Well? Our story is almost at its close, but from one last section. For you see, this is the section of the tale where a legend was born. A legend of myth and horror, and one that has spawned many tales over the decades. This is how it goes. Okay. Sebastian stood seemingly paralyzed in the darkness as he swiftly moved his eyes back and forth, trying to see something, anything. Abruptly, without warning, his flashlight burst back to life. He stood in an empty room. On the other side of the room stood a lonesome door. Was? Object? Ach, komm schon, das war zu kurz. Irgendwas mit Several oder sowas. Weiß nicht, soll ich das einfach nur überleben? Okay, die Musik macht das nicht gerade gruselig. Komm, ich hab mein Feuerzeug auch noch. Zack, zack. I don't know what's real anymore. It's like the world I used to know has gone. Maybe forever. The pain is too much beer. What? Please, make it stop. I beg you. Oh, ich weiß auch nicht mehr, was alles real ist. Das geht einfach um uns, ne? Wir sind einfach nur durchgedreht. Wir sind der kranke Typ. Bücherrätsel, 100%. Ich muss irgendein Buch anfassen. Wer will angefasst werden? Du da hinten. Irgendeiner von euch will angefasst werden, oder? Keiner sieht von euch besonders aus eigentlich. Okay, gut, warte mal. Warte mal, der ist schief. Yep. Hä? Hat sich das jetzt geöffnet? Ernsthaft? Ich meine, welcher Mechanismus steckt überhaupt dahinter? Ah, ich frag gar nicht erst nach, Mann. Okay, jetzt wird er wieder gruselig, ne? Das Spiel hat auf jeden Fall, das hat zwischen gruselig, dann Action und wieder gruselig geswitcht. Das finde ich gut. My master will know a way. He always has an answer. I must do what he asks if I'm to get rid of this pain. Yes, this is the only way. Dein Meister? Das ist gar nicht das Zimmer von dem kleinen Jungen oder was, sondern wir haben das alles gemalt. Also der Verrückte. Ich sag jetzt einfach mal wir. Ich gehe in jedem Spiel davon aus, dass ich der Verrückte bin. Weiß nicht. Irgendwann wird's stimmen. Dann werdet ihr doof gucken, Mann. Vielleicht, wow, beruhig dich. Ich weiß, diese Bilder sehen super aus, aber brauchst jetzt nicht hier zu steppen. Jetzt ging's auf, nachdem ich die Tür zugeschlossen habe. Okay. Interessante Rätsel, Mann. Saving. Okay, jetzt. Jetzt wird's ernst, Mann. Hey, da ist die Puppe wieder. Da ist die Puppe, die mich verfolgt. If I must, I will do as he asks. I will sacrifice in his name. If this is his command, I will abide. Maybe then he will bless me and rid my of this pain. Das ist irgendwie kein richtiges Englisch, oder? Kann das sein? Das ist wieder so ein Google-Übersetzer-Ding. Weil... das kommt mir sehr komisch vor, oder? Ist kein richtiges Englisch. Ist keins, ne? Schreib's mir in die Kommentare. Hufrück. Kommt jetzt das Monster? Something is wrong. My body hurts so much, it feels like it's changing, transforming. I should never have touched it. I now understand why it was hidden for so long. Ach so, erst das Monster, das hier rumläuft. Okay, dieser Raum sieht interessant aus. Mein Gott, das Spiel hat aber jetzt ordentlich die Effekte raus. Wow. Wow, dieses Drehen. Mir wird übel, okay. Alles klar. Gut, uns wird's ein bisschen schlecht. Ne? Wahrscheinlich sind wir jetzt auch verflucht und werden uns in dieses Monster verwandeln. Ach so, guck mal, hier nebenbei noch so ein Lockpick hier. Okay. Na, wie geht das? So, perfekt. Hallo? Nichts passiert hier. Oh, Brimstone, guck mal, das ist Brimstone-Zeichen. Und andere dämonische Zeichen. Gruselig. Schon wieder ein Rätsel? Wahrscheinlich müssen die gleich alles anfangen. Oh! Reload! Ich reloade! Oh! And then, darkness. The disappearance of Sebastian has confused his hometown of Stirling and has left an imprint in the hearts and souls of its residents.
more so upon his family. For many years, countless numbers of people have tried searching for evidence of Sebastian's whereabouts, all turning up empty-handed. Sebastian, however, is but a lingering memory. For now, a darker entity lives, an entity that resides in the corner of darkness, waiting for light of day to fade, so it can strike upon its victim. And I pray it is not you. Moment mal, gibt es hier noch ein zweites Ending oder was? Hat das Spiel echt noch ein zweites Ending? Warte mal, ist das meine Beerdigung oder was? Erzähl keinen Scheiß, warte, kann ich das überspringen? Ich möchte das nochmal laden und das Ganze nochmal machen da. Und dann aber diesmal nachladen und schießen. Hey, ich will das andere Ending sehen. Komm schon. Oh Mann. Da ist immer jemand stolz auf diese Bilder, die er im Internet gegoogelt hat. Da, pass auf. Justo, komm schon. Sehr gut, nimm sie. Ich kann sie nicht auswählen. Oh nein, jetzt muss ich ihn... Hä? Was war das denn? Ach so! War das etwa? Habe ich ihn doch angeschossen eben gerade. Komm, öffne die Tür. Nimm das hier jetzt. Reload. Und schieß. Ach, das war das Ending. Okay, es gibt keine... Ach so, entweder ich sterbe oder... Ach so, okay, gut. Ja, das war's mit Kidnapped. Ich hoffe, dieses Spielchen hat euch irgendwie gefallen. Es war ein interessanter Ausflug und es hatte doch schon irgendwie einiges zu bieten. Für das Geld konnte man also... Ja, es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Das Kommentieren hat Spaß gemacht. Ich glaube, privat spielen hätte keinen Spaß gemacht. Ich hoffe, das Commentary und alles Mögliche hat euch gefallen. Die kleinen Gags und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gegruselt. Uhuhuhuhu. Vielleicht seid ihr die Nächsten, die gekidnappt werden. Uhuhuhuhu. Falls ich es richtig verstanden habe. Könnt ihr mir die Story nochmal erzählen? Das wird ziemlich cool. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann demnächst in einem neuen kleinen Horrorspielchen. Vielleicht Horrorspielchen. Vielleicht finde ich ein anderes Spielchen. Mal schauen, was ich so finde. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann. Euer Harley.